Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in der Redstone World zusammen mit Janus. Grüß dich. Ja, hallo Leute auch von mir. Wir sind gerade dabei, eine Holzfarm zu bauen. Hoffentlich habt ihr es schon gesehen, und zwar auf Janus' Kanal. Wir wechseln uns ja gerade immer hin und her. Das heißt, eine Folge zusammen mit Janus bei ihm, dann wieder bei mir. Und in seinem letzten Part haben wir hier die Holzfarm angefangen. Janus, kannst du die uns einmal zeigen? Ja, eigentlich ein ziemlich simples Design. Hatten wir vom Tutorial von mir nachgebaut. Die Idee ist folgende. Wir nehmen jetzt den einfachsten Oak-Typ, den man nehmen kann, also den ganz normalen Oak-Sapling. Der Baum kann auch so wachsen, wenn er direkt nebeneinander ist. Das ist der Vorteil hier. Und genau den Effekt machen wir uns hier zunutze. Wir haben den Dispenser, der schießt ganz normal Bohnenmehl aus. Ich mache das jetzt mal kurz hier von Hand. Das wird nachher noch alles ein bisschen automatisiert werden. Und dann nach einer gewissen Anzahl an Bohnenmehl wächst dieser zufällig. Das hier wird dann vom Observer erkannt. Das ist der Block hier vorne. Der gibt das Signal, kann Josef mal mitkommen. Einmal hier hinten raus. Das wird einfach dann ganz, ganz stumpf hier weitergeleitet und sorgt dafür, dass erst der Sticky Piston den Block, können das jetzt mal kurz hier simulieren, rüberzieht, und dann sorgt der normale Piston dafür später, dass die ganze Chose hier nach vorne geschoben wird. Wichtig ist natürlich, dass es nicht zu weit geht. Pistons können ja nicht unendlich weit die Blöcke schieben, und ab hier kann Josef eigentlich weitermachen, denn den Abbauprozess, den automatisieren wir nicht mit den Minecraft Vanilla-Mitteln ohne Commands, sondern wir werden hier die schöne Technik benutzen, die es auch bei Josef in der Fabrik gibt. Ganz genau, relativ einfache Technik, aber eine sehr wirksame Technik, die gleich, werde ich ein paar Befehle aufstellen, folgendes macht, die ein Holz nach unten auf dieses Ding draufdrückt, bis dann am Ende alles zu Holz, bis das Holz abgebaut worden ist. Ich mache das immer mit den Sägen hier, mit den Sägen kann das abgebaut werden. Für mich ist der Sägeblock so der Block, mit dem andere Blöcke abgebaut werden. Das Ganze kennt ihr ja schon hier aus der Fabrik. Dort ist es ja auch der Fall, dass über die Säge etwas abgebaut wird. Wie ihr jetzt hier seht, der Kohleblock, da wird über die Säge abgebaut. Genau, das wird dann natürlich auch später hier passieren. So, dazu müssen wir uns allerdings ein bisschen was vorbereiten. Während Janus jetzt erstmal das Design ein bisschen aufhübscht, werden wir so machen, wie die anderen auch aufgebaut sind. Genau, und wir werden hier ganz kurz die Kabellage legen für unser CIMS, auf das natürlich auch hier die Items schnell aus dem Lagerstrom entnommen werden können. So, benötigen wir. Können wir die Technik auch verschieben, Josef, ohne dass was kaputt geht mit den Structure-Platten? Zum Beispiel, ich würde es am liebsten noch einen Block nach vorne und einen Block zur Seite setzen, die ganze Chose. Oder zwei, sodass wir hier ein bisschen, dass ich die Struktur hier ringsherum ein bisschen schöner bauen kann. Ich komme. Also, wie willst du sie verschieben? Ein bisschen nach rechts oder nach vorne oder? Nach vorne, sodass die Ecke, ja, die jetzt mit Redstone da drauf ist, hier ist. Können wir? Also, du willst, dass ich das jetzt mit Structure-Blöcken mache, ne? Du kannst das normal machen. Ich weiß bloß nicht, ob du das Redstone und die ganzen Sachen mit richtig kopiert. Ja, das müssen wir mit Structure-Blöcken machen. Machen wir es einmal. Dann sehen wir auch, wie es geht. Es ist relativ einfach. Wenn man es schon 100 Mal gemacht hat, dann ist es relativ einfach. Erster hier hin, das ist ein Corner-Structure-Block. Der Corner nennt sich T. Der zweite Structure-Block kommt hier hin. Jetzt müssen wir genau überlegen, wo der hinkommt. Der kommt jetzt einen Block in den Boden. Der nennt sich Safe. T. Detect. Safe. So. Und jetzt kommt hier der Lader. Der T lädt. Müssen wir gucken, wie herum er den lädt. Okay. Jetzt kann ich das hin platzieren, wo du möchtest, Janus. Wohin soll die Farm? Mach die mal so zwei Blöcke diagonal nach innen einfach. Also hier, siehst du es? Ja, das sah gut aus. Zack. Ah, lustig. Lustig, lustig, lustig. Ja, ein paar Sachen bleiben stehen, aber das ist ja nicht schlimm. Ich muss dann bloß den Command-Block einmal ersetzen. Genau, den müssen wir jetzt updaten, dass der die Koordinaten nimmt. Stopp, stopp, nein! Jetzt steht da wieder in Luft, unser Zeppling dahinter. Ach so. Da müssen wir ganz kurz die Koordinaten ändern. Aber das ist ja einem Befehl getan. Das sind ja absolute Koordinaten, keine relativen Koordinaten. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz für die ganze Technik und Spielereien ringsherum. Genau. Gute Idee. So, hier unten ist das CIMS, und da machen wir jetzt einen Anschluss, aus dem Bone Meal geholt werden soll. Das heißt, wir legen hier einen Slot für Bone Meal. Und jetzt müssen wir noch eine klitzekleine Technik darunter bauen.
ist uns dann erlaubt, dieses Bone Meal abzufangen. So, was denkst du, wie viel Platz brauchst du, Josef? Für was? Für die Technik eigentlich nicht viel, ne? Theoretisch nicht viel. Ja, eigentlich sollte das ganz gut gehen. Wir brauchen eine kleine Glock, die wir da reinbauen. Ich würde eine etwas langsamere Glock nehmen. Also ich würde nicht jetzt nicht diese schnelle Glock nehmen, sondern eine etwas langsamere Glock, die bedient, die Bone Meal Spencer, ne? Dass das nicht so schnell geht. Aber das kriegen wir hin. So, dann baue ich nämlich jetzt mal die Struktur des Hauses hier einmal rum. Und den Abschalter müssen wir noch hinzufügen. Das ist der Abschaltermechanismus, der dann von alleine alles abschaltet. Wenn genug vorhanden ist, soll sich diese Maschine abschalten. Die muss ja nur dann laufen, wenn das passt. So. Damit ist jetzt hier der Trigger fertiggestellt. Ihr seht, dass da noch gar kein Bone Meal drin ist. Das Bone Meal wird jetzt gleich nachkommen. Das heißt, lediglich ist es jetzt nur eine Form des Wartens hier und dann haben wir hier unser Bone Meal. Relativ einfach zu bedienen, dieses CMS-System. CMS-System, das ist ja schön. Ich habe ja gesagt, eine hohe Bedienung und Benutzerfreundlichkeit war mir das Wichtigste bei diesem System. So, Züge können nun jetzt hier vorfahren und können nun die entsprechenden Items abholen. Und wir müssen jetzt einen Tunnel graben, Janus, da kannst du mir sehr gerne bei helfen. Wo warst du denn jetzt gerade? Ich bin hier oben. Bin gerade hier ein bisschen an der Struktur vom Gebäude setzen. Ich komme mal vorbei. So. Muss jetzt irgendwie versuchen, bis nach da oben. Ah, wobei, das müssten wir doch eigentlich hinkriegen. Müssen vorsichtig sein, dass wir jetzt mit der U-Bahn hier nicht kollidieren. Und mit der Lava nicht? Ja, die Lava ist gar nicht mal das schlimmste Problem. Die U-Bahn sehe ich als größeres Problem. Aber theoretisch müsste das doch passen, oder? Doch, das passt. Ah, das passt. Und zack, da ist die U-Bahn. Kollision mit der U-Bahn. Kollision voraus. So, und jetzt müssen diese beiden Wege. Lass uns mal die beiden Tunnelbohrer hier spielen. Und wir vereinen uns in der Mitte. So. Ahaha, sehr schön. Perfekt. Das hat perfekt gut geklappt. Und dann muss jetzt hier eine Schiene einfach runtergebaut werden. Das kriegst du auch eben mit. Ich fahre da an. Ja, eine mit Strom. Okay, oben muss der Gang eigentlich auch nur einen Block wahrscheinlich breit sein, ne? Richtig, theoretisch. Kannst aber auch länger lassen. Und ausleuchten, nicht vergessen, bitte. Jo, das machen wir natürlich. So. Wir sehen, jetzt ist hier der ganze Bone Meal drin. Oh, shit. Ah, Mist. Was passiert? Ja, ich habe Mist gebaut. Das ist ärgerlich. Sehr, sehr, sehr ärgerlich, Josef. Mann, Mann. Das ist ärgerlich. Einmal mit Profis arbeiten. Na, das schön wär's. Wenn die es dann auch noch könnten. Die so einen dämlichen Mist fabrizieren würden wie Josef. So. Schiene ist gelegt, jetzt leuchten wir nochmal aus. Torch, die benötigen wir. Gut, jetzt ist alles wieder gut. Im Lager sind jetzt ein paar Items reingekommen, die da nicht reinkommen dürfen. Wir müssen aufpassen, dass die hier nichts verstopfen. Die werden nämlich was verstopft haben und wie die was verstopft haben werden. Na? Obwohl, nee, die haben erstmal nicht zerstopft. Okay, ich habe irgendwie Glück gehabt. Hätte schlimmer kommen können. Dann funktioniert alles. So, hier ist jetzt auch genug Bone Meal drin. Wie wir sehen, es wird die gesamte Zeit Bone Meal nachgefüllt.
Also ihr seht, der wird jetzt nicht mehr leer. Es kommt immer eine neue Ladung Bone Meal. Achtung und... Minecraft macht wieder komische Geräusche. Minecraft macht komische Geräusche? Ja, Minecraft ärgert mich da gerne mit. So. Ah, so viele Fackeln, Janos. Uiuiui. Okay, gut. Nice. Sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Hat Janos alles richtig gemacht. Jetzt müssen wir hier oben die Bahnlinie nach unten legen. Wir haben gerade leichte Lags, aber ich glaube, da machst du gerade irgendwas, was Lags erzeugt, oder? Nee, eigentlich nicht. Ich setze hier nur ein paar Blöcke. Ich glaube nicht, dass die für so viele Licht-Updates sorgen. Okay. Dann kann es auch sein, dass das Lager gerade gemeint zu mir ist. Bei mir läuft es aber sehr flüssig alles, Josef. Okay, ich habe ganz leichte, minimale, aber das Ding ist, das merkst du halt auch nur, wenn du vor dem Computer sitzt. Ganz minimale Frame-Einbrüche. So. Irgendwann merkt man das einfach, dann hat man sowas im Blut drin. So. Dann legen wir jetzt mal den Zug hier hin. Und damit ist die Bone Meal Versorgung sichergestellt. Der Zug fährt nun nach unten, holt sich hier Bone Meal. Bisschen was. Und fährt wieder zurück nach oben. Und das wiederholt der Zug immer und immer wieder. Ich muss das noch optimieren, das System. Der holt sich echt wenig Bone Meal. Das kann man noch verbessern. Altmodisch verbessern wir das mal. Oder neumodisch, warum nicht? Über diese ganz neue Technik, die sich der Kondensator nennt. Kennst du die? Das ist eine tolle Sache. Den Kondensator? Ja, tolle Erfindung. Ja. Was kann er so? Oh, der kann einen Zug für einen Moment anhalten. Oh ja. Ja, jetzt ist da auch genug drin. Sehr schön. Das hat geklappt. Das war doch ganz erquicklich. Warum kommt kein Bone mehr aus dem Lager? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Vielleicht ist es alle. Ah doch, das ist... Nee, da kommt es. Das Bone Meal hat sich gerade auf den Weg gemacht. Ich fülle es nochmal mit Bone Meal auf. Das Bone Meal werden wir später generieren auf dem Komposter. Der Komposter, genau, wir werden uns ziemlich viele Sachen übrig haben, gehe ich mal stark von aus, die wir hier produzieren. Du kannst so alles, was naturalienmäßig angehaucht ist, sehr, sehr gut kompostieren. Jetzt möchte ich gerne wissen, ob die Bone Meal sicher... Da ist das Bone Meal. Wunderbar. Da kommt jetzt mein Bone Meal an. Okay, jetzt ist alles gut. Da sehen wir. Nun kommt in Hülle und Fülle das Bone Meal an. Ist es gerade weitergeleitet worden, das Bone Meal? Das kann ich dir nicht sagen, ob der... Nein, dürfte nicht. Nein, das müsste alles funktionieren. Meine Technik müsste eigentlich idiotensicher sein. Wisst ihr, was wurde entladen? 30? Nee, das ist gut. Es geht hier unten um diesen Knotenpunkt. Hier unten ist ja so ein Punkt, bei dem... Ja, das funktioniert. So. Also hier unten ist ja der Punkt, wo das Bone Meal abgefangen wird aus dem Strom der Items, die durchs Lager laufen. So, das funktioniert. Nee, ist alles gut. Hübsch. Ey, du brauchst noch richtig, richtig nices Design da drumherum. Okay, cool. Ja, ein bisschen luftiger, weil das ja so Natur ist. Ja, es funktioniert. Das Minecart belädt das hier oben ab. Es ist alles gut. Jetzt benötigen wir lediglich eine Clock. Die können wir auch richtig schön hier vorne einbauen. Die kann man richtig, richtig schön angucken, die Clock. Die machen wir hier. Integrieren wir in das Design mit ein. So, ins Gebäude muss ja hier eigentlich keiner rein. Das ist ja... Ah doch, jemand, der den... Ne, eigentlich muss gar keiner rein, oder? Nö, eigentlich theoretisch nein. Durch dein Hinsetzen von den Sachen sollte es eigentlich automatisiert gehen vollständig. Theoretisch ja. So, also machen wir jetzt mal gerade hier mit dem Schalter primitiv. Später wird das natürlich dann automatisch geschaltet. Je nachdem, wie groß der Bedarf ist. Und diese Clock hier ist jetzt wichtig, denn diese Clock sorgt dafür, dass das ganze Ding nicht zu schnell läuft, aber auch nicht zu langsam läuft. Deshalb würde ich einfach mal eine solche Clock auswählen für dieses Unterfangen hier, die uns dann ein Output hier gibt. Und dieser Output wird dann an den Spender geliefert. So, und Achtung, fertig, los. Und schon geht die ganze Maschinerie los. Und jetzt, wie ihr seht,
wird immer mal wieder ein Stückchen Baumehl losgelassen. Relativ langsam. So. Wofür wirst du die ganzen Sticks benötigen? Die Sticks, die hier runterfallen, die werden hier runterfallen, einfach verrotten. Fertig. Mann, Mann, Mann. Wenn das Greta hören würde, was würde Greta dazu sagen? Greta würde Entschuldigung sagen, dass sie mit ihrer Reise mehr Umwelt geschadet hat, als hätte sie ein Flugzeug genommen. So. Aber ich finde, Greta zur Ehre dürften wir auf jeden Fall einmal einen kleinen Kohleberg aufbauen. Genau, du möchtest nicht, dass deine Kohle... Genau. Ich denke an die Umwelt, ich denke an die Bäume, die brauchen Kohlenstoffmonoxid. So, siehste. Wenn du jetzt hier mein Teil abfackelt, deswegen, Josef. Warte mal, was brauchen wir noch? Wir haben, was kann man denn Schönes verbrennen? Minecraft, Scheiterhaufen. Was ist denn so richtig gefährlich, wenn man es verbrennt? Haben wir Leder oder haben wir... Ja, Leder haben wir doch, ne? Leder ja. Ja, aber was, haben wir Plastik hier in Minecraft? Mhm. So weit sind wir noch nicht. Schade. So ein brennender Reifenberg wäre doch bestimmt auch umweltfreundlich, oder? Total. Eieiei. So. Nein, hier in der Redstone World gibt es ja umweltfreundlichere Energie. Kernfusionsenergie wird es hier geben. So, den Boden würde ich gerne ganz kapitalistisch aus Holz machen. So nach dem Motto Sierbaum. Baumhäuser sind schon echt gemein, oder? So nach dem Motto, hier, dein toter Bruder, halt mal. Ach so, ja. Wenn man es so sehen will, stimmt. So. Können wir jetzt den Schalter hier hinten an die Wand außen anbringen, dass man da einen Schalter umlegen kann? Nee, der Schalter wird später automatisiert sein. Für mich ist jetzt wichtig, hier die Maschinerie hier zu bauen. Ja. Und zwar kommt hier ein Observer hin. Wobei, warte mal ganz kurz, das können wir ja alles an die andere Technik mit dranhängen. Hehe. Viel raffinierter. Jetzt kommen hier besondere Command-Blöcke hin. Und Leute, das machen wir im übernächsten Part zusammen. Da müsst ihr euch leider überraschen lassen, denn das Video ist an dieser Stelle zu Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis bald und ciao, Leute. Ciao, Leute.